weiter ging es nach Kap Kolka. Das Kap Kolka ist eine Landzunge, von der die Ostsee Jahr für Jahr ein kleines Stück abknabbert. Irgendwann fällt dann die jeweils erste Baumreihe ins Meer. Diese seltsame Szenerie zieht sich entlang der gesamten Küstenlinie des Kaps. Dadurch ändert die Landschaft Jahr für Jahr ihr Gesicht, sodass es durchaus Sinn macht, alle paar Jahre einmal hinzufahren. Irgendwann ist die Landzunge zur Gänze abgeknabbert, dann heißt das Ganze nur noch Kolka und reiht sich ganz normal in die Küstenlinie ein. Übernachtet haben wir auf einem hübschen kleinen Badeplatz, auf dem man sich sogar ein Boot an Land mieten konnte für die Übernachtung. Nächster Halt, Riga. Übernachtet haben wir auf einem Stellplatz, der mit 25 Euro recht teuer war, dafür aber auch so gut wie nichts bot. Ausschlaggebend für die Auswahl war die fußläufige Nähe zur Altstadt. Riga war von dem schon gewohnten Kontrast zwischen alt und neu, kaputt und restauriert nichts zu sehen. Die ganze Stadt präsentiert sich aufgehübscht für die vielen Touristen. Ins Auge fiel das große Angebot von Gastronomie. An jeder Ecke, in jedem Winkel, in jeder Gasse gab es mindestens eine Kneipe oder ein Restaurant. Oder beides.
besuchen wollten wir die drei großen Markthallen, die nebeneinander in der Nähe des Bahnhofs liegen. Jede einzelne Halle hat ungefähr die Größe des Hagener Bahnhofs und drei sind hintereinander angeordnet. Zur Hauptmarktzeit gibt es hier wohl alles in Hülle und Fülle. Da wir aber schon recht spät unterwegs waren, waren einige Stände schon ausgeräumt. Zwischen den Hallen und davor gab es dann noch einen, ganz normalen Markt. Vor einer der Hallen haben wir einen Liter frisch gezapftes Gira aus dem Tank gekauft. Der Verkäuferin nach handelt es sich dabei um eine Art ohne Alkohol gebrautes Bier. Es schmeckte allerdings auch wie ohne Alkohol gebrautes Bier. Wir haben allerdings gemerkt, dass wir wohl schon zu lange auf dem Dorf wohnen, denn die quirlige Großstadt war irgendwie nichts für uns. Daher ging es weiter zum nächsten Punkt.